Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Ich bin's wieder, Thorsten Tiedt, euer Freund und Helfer, wenn es ums langfristige Investieren in Aktien geht, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und das Ganze machen wir nicht nur theoretisch, sondern wir machen es ja auch praktisch im Standarddepot. Und Monatsupdate. Wir haben ja hier das Privileg, jetzt einen der schlechtesten Börsenmonate seit langem eben erst durchlebt zu haben. Das war der März 2020. Und es ist ja immer schön, wenn man ein bisschen Gelegenheit hat, durchs Leben gestählt zu werden und aber wenn nicht platt gemacht wird. Und unser Standarddepot hat sich auch im März genauso wie im Februar doch recht wacker geschlagen. Wir gucken uns das Ganze an, gehen auf ein paar FAQs, Frequently Asked Questions ein, was ich immer mal wieder so gefragt werde. Und dann würde ich einfach mal sagen, ja, es geht los. Und zwar haben wir hier das Standarddepot. Und die einzelnen Indizes, die wurden mehr oder weniger stark platt gemacht. Also der S&P 500 hat im März ungefähr 13% verloren, habe ich mir aufgeschrieben. Der MSCI World, der viel bescholtene MSCI World, der immer so als der Benchmark hingestellt wird, ob sich es denn lohnt, überhaupt Einzelaktien zu kaufen, hat um 14% nachgegeben. Der DAX beispielsweise um 17%. Und dann gibt es noch einzelne Branchen, ja. Du weißt es wahrscheinlich schon, wie beispielsweise Öl und Gas. Da gibt es den S&P 500 Energy. Der ist mal sage und schreibe um 36% eingebrochen. Wir haben mit dem Standarddepot auch eine rote Zahl. Das heißt aber hier 10,6% haben wir verloren. Also deutlich weniger als im Prinzip der ganze Rest. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Wo wir auch schon bei der ersten FAQ wären, nämlich jetzt, wo es doch recht gut läuft, kommt immer mal wieder die Frage, ob wir hier nicht irgendwie krumme Dinge drehen, und insbesondere mit Aktiennachkäufen. Da kann ich sagen, nein, es ist nicht so. Weder auf also auf Monatsbetrachtung ist es nicht so. Da wird nämlich nur der Marktwert genommen zum Anfang des Monats, also jetzt, den wir ganz am Anfang zum 1. März hatten in unserem Fall, also noch vor den ersten, vor den Sparplanausführungen im März, und darauf wird dann die Performance berechnet. In diesem Fall dann eben diese 10,6% Verlust. Wechselkurse haben da praktisch keine Rolle gespielt. Und dann haben wir ja dann die Nachkäufe. In diesem Fall waren es sogar zwei Runden, die wir gedreht haben. Wir hatten den regulären Nachkauf per Sparplan und dann hatten wir nochmal zur Mitte März eine Extra-Runde eingedreht. Das hatte ich auch angekündigt auf YouTube. Und das hat sich auch ganz gut aus jetziger Sicht ganz gut gelohnt, war also noch ein gutes Mikro-Timing, wenn man so will, was wir normalerweise nicht machen müssen, weil wir per Sparplan ja die monatliche Ausführung machen und dann über diesen Cost-Average-Effekt im Prinzip dir alles hier schön kletten. Aber wir haben ja noch ein bisschen Kapital über gehabt aus der Anfangsphase, als wir noch nicht voll investiert waren, aber schon mit einer vollen Sparplansumme quasi von 500 Euro, auf die wir uns verständigt haben, gefahren sind. Und da haben wir jetzt eben ein bisschen was von diesem Kapital, also gut die Hälfte schon mal investiert in eine extra Runde. Ach, wenn wir schon dabei sind, dann zeige ich das gleich. Und zwar ist hier das Portfolio von mir und das ist dann hier das Starterdepot. Und wenn du dann hier anguckst, beispielsweise einzelne Aktien, was nehmen wir denn hier? Microsoft. Ich hoffe, du kannst es dann lesen, weil es eine relativ kleine Schrift ist. Und dann siehst du hier die Ausführung. Einmal die reguläre hier, Anfang März, also das war dann der 2. März in dem Fall gewesen. Da hat dann die Aktie noch Microsoft 152 Dollar gekostet. Und dann haben wir sie Mitte März zum 16. für 128 Dollar uns ins Depot gelegt. Und mittlerweile kostet sie wieder 143 US-Dollar. Wir haben das so mal die Gunst der Stunde genutzt und hier nochmal etwas günstiger nachgekauft. Dem Cost-Average-Effekt quasi noch so mal ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Gleiches schöne Bild ergibt sich hier bei Amazon mal für 1490 US-Dollar gekauft. Jetzt kostet sie wieder knapp 1800 und vorher hat es auch knapp 1800 gekostet. Hier haben wir auch schon die Sparplanausführungen drin zum 1. April. Ja, gut, es klappt nicht immer ganz so schön. Es gibt Aktien wie mal 3M. Die sind zwar wieder gestiegen dann nach Mitte März, aber nicht so deutlich. Da haben sich dann nicht komplett erholt. Aber prinzipiell denke ich, war das jetzt erstmal eine ganz gute Entscheidung. Also wir haben hier keine, diese 10,6% sind jetzt also nicht irgendwie
geschönt, sondern die, wie gesagt, brechen sich tatsächlich auf dem Anfangsstand vom März. Geschönt könnte man sagen, wäre es, wenn man sich das ganze Standarddepot mal anschaut, wie sich das so entwickelt hat. Hier ist es die Kennzahl, da sind wir momentan sogar noch ein bisschen besser, sind wir nicht mal mit minus 10% in den Miesen. Hier ist es natürlich tatsächlich so, dass wenn wir dann Nachkäufe machen in den bereits gefallenen Markt hinein, dann tun wir natürlich unsere Verluste minimieren. Das ist aber genau der Gedanke beim Cost-Average-Effekt. Das hat jetzt nichts mehr irgendwie mit Manipulation zu tun, zum einen. Und zum anderen ist es ja so, lustigerweise, dass als die Kurse gestiegen sind und wir in die steigenden Kurse quasi immer teurer nachgekauft haben, da hat sich niemand beschwert, dass wir uns schlechter darstellen, als wir tatsächlich sind. Das Ganze passiert immer nur, wenn es in die andere Richtung läuft und es quasi positiv wird, dann kommen diese Fragen. Aber ich hoffe, ich hätte die damit geklärt. Andere Frage, die des öfteren mal kommt, jetzt verstärkt, das ist, ob du noch teilnehmen kannst oder ob das Standarddepot geschlossen ist. Also nein, das Standarddepot schließt sich nicht. Das hier ist kein geschlossener Fonds. Du hast die aktive Phase quasi verpasst, wenn du jetzt dieses Video schaust. Die aktive Phase war die Phase, wo haben wir es denn hier oben, wo wir quasi das Depot erstellt haben, zusammen mit unzähligen Abstimmungen. Du kannst dir die aber alle angucken, erstens diese ganzen Analysen und dann die Abstimmung. Vielleicht sogar ganz interessant aus dem, mit ein bisschen Abstand das Ganze dir anzuschauen, weil in der Zwischenzeit ist ja noch das eine oder andere passiert. Und du kannst dann aber selbstverständlich dein eigenes Starterdepot zusammenstellen und dich hier inspirieren lassen von den Aktien, die da drin sind. Was haben wir noch? Ja, es gibt immer mal wieder einzelne Fragen, ob man diese oder jene Aktie verkaufen oder doch kaufen sollte und wir das Starterdepot erweitern sollten. Also bezüglich Verkauf war jetzt Adidas ein bisschen trendy, weil die ja etwas in Ungnade gefallen sind, weil sie die Mieten nicht erstmal bezahlen wollten. Sie wollten sich die Mieten quasi Stunden Gebrauch machen von dem neuen Gesetz, dass man nicht gekündigt werden kann von, ich glaube, von April, Mai, Juni, wenn man da die Miete nicht zahlt, Corona-bedingt, dann ist das kein außerordentlicher Kündigungsgrund. Davon wollte auch Adidas Gebrauch machen. Kam nur verhalten gut an, sage ich mal, in der Öffentlichkeit, sind dann auch gleich zurückgerudert und jetzt etwas auch im Schadepot in Ungnade gefallen. Ja, also wenn ihr eine Aktie verkaufen wollt, dann werde das nicht verhindern. Dann verkauft die, dann ersetzt alle das durch Nike oder eine andere Aktie. Also macht das, wie ihr wollt. Ich möchte aber das Starterdepot mit ruhiger Hand führen und jetzt nicht dann hier eine Aktie zu verkaufen, weil jetzt mir irgendeine spezielle Aktion nicht gefallen hat. Ich schließe nicht aus, dass ich mal auch eine Aktie verkaufe, aber nur dann, wenn jetzt wirklich, sage ich jetzt mal, langfristig gesehen der Saft draußen ist. Das ist aus meiner Sicht bei Adidas jetzt nicht der Fall. Wir haben ein paar Dividenden bekommen, 4 Euro immerhin. Und wir haben diese zwei Sparplanausführungen gehabt, deshalb jetzt 1000 Euro, das sind genau ein bisschen gestiegen in der Zwischenzeit, für 1015 Euro quasi nachgekauft. Normalerweise nur für 500 Euro, weil unsere Sparplansumme normalerweise eben nur 500 Euro beträgt im Monat, die wir abzwacken können. Ja, dann hast du hier noch die einzelnen Aktien, wie die sich so geschlagen haben. Es gab tatsächlich sogar ein paar Aktien, zwei Stück, also ein paar großes P, die zugelegt haben. Das war Novo Nordisk und Amazon. Amazon habe ich ja auch im eigenen Depot nachgekauft, so ungefähr Mitte März irgendwas. Habe ich auch ein eigenes Video zugemacht. Ja, ansonsten, wenn ich jetzt hier mal sortiere, gab es einige Aktien, die haben stark verloren, also überdurchschnittlich stark. Fresenius beispielsweise und dann hier dieser Konsumcluster mit Läden, also auch stationäres Geschäft quasi oder schwerpunktmäßig stationäres Geschäft. Und das sind jetzt die Läden alle geschlossen, haben natürlich jetzt extrem stark eingebüßt. Adidas, McDonald's, Home Depot. Dann auch noch mehr ein bisschen zur Industrie, Union Pacific, also Transport. Und dann wird es dann schon so schwächer hier, was das Einbüßen angeht, sage ich mal. Und dann haben wir hier eben
auch nochmal Pharma und dann aber viel Tech und hier nochmal Pharma, hier Tech quasi, die überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben, beziehungsweise wenig verloren haben. Dann das große Mittelfeld. Die Verlierer, wenn du dir mal hier die Branchen anguckst, des Starterdepots, die tummeln sich ja alle hier unten im Bereich des zyklischen Konsums. Das ist also der, ja, der Konsumcluster, der Verlierercluster quasi. Hier unzyklischer Konsum hat es auch relativ stark verloren. Industrie auch insgesamt relativ stark unter die Räder gekommen. Fresenius hier so ein bisschen die Ausnahme, die auch stark verloren haben. Und dann der Rest hat im Prinzip so mehr oder weniger, wenn nur durchschnittlich verloren oder deutlich weniger verloren als der Durchschnitt. Natürlich hier die Technologie hier relativ gut weggekommen und dann auch hier. Dieser Pharma-Bereich hier ist auch relativ gut weggekommen. Und hier auch übrigens Finanzen. Ja, so sieht das Starterdepot aus, das nach wie vor wächst und gedeiht, würde ich mal sagen. Dann gucken wir uns doch vielleicht mal im Aktienfinder die ein oder andere Aktie an. Und zwar gehen wir hier rein in den Aktienfinder. Da habe ich ja so eine Watchlist gemacht, die das Starterdepot abbildet. Und das dauert jetzt kurz mit dem Laden. Da habe ich gedacht, schauen wir uns mal Fresenius an, weil Fresenius hat ja am meisten verloren gehabt. Und gucken mal, wie die Aktie so bewertet ist. Das finde ich ganz interessant in der Tat. Erstens mal schauen wir uns das Starterdepot hier in der vollen Pracht an. Wir haben ja hier so eine Dividendenwachstumsstrategie, die wir fahren. Dafür haben wir uns gemeinsam entschieden, habe entsprechend auch so ein Ranking mir erstellt, das auf das Wachstum des Cashflows, des Umsatzes, aber auch dann hier auf das Dividendenwachstum abzielt. Das ist schon standardmäßig im Aktienfinder enthalten. Also du musst dir das nicht erstellen. Ich habe es einmalig erstellt für euch alle quasi. Und da siehst du schon die Rankings, die hier jetzt sehr hoch sind, die oft sogar noch höher sind, als sie noch vor 2, 3 Monaten waren, weil eben auch die Bewertung eine Rolle spielt beim Ranking und die Aktien sind jetzt günstiger geworden. Das heißt, das Ranking ist oft höher, als es noch bis vor kurzem der Fall war. Siehst halt so hier 80, 100 wäre das absolute Maximum beim Ranking und wir haben hier also schön grüne Rankings. Mit Ausnahme vom Amazon, die eben keine Dividendenaktie ist und im Ranking außen vor bleibt. Aber das war ja auch eine Entscheidung von uns gemeinsam. Und so wie es aussieht, aus Renditesicht, zahlt sich das jetzt bereits schon aus. Wir haben hier, sind wir überall rot auf einen Monat gesehen. Wir haben hier jetzt wieder diesen Versatz drin. Es ist jetzt nicht der 31. März, deshalb passt es jetzt nicht ganz. Wir haben jetzt den 4. April. Aber wenn wir hier mal ein bisschen nach rechts gehen und uns dann längerfristig anschauen, wie die Kursentwicklung ist, dann sehen wir, je weiter hier, also je größer quasi der Zeithorizont wird, den wir betrachten, umso positiver wird das Ganze. Auf 10 Jahre sind wir überall im Plus, auf 5 Jahre, mit Ausnahme von 3M und hier Fresenius auch überall im Plus. Und Fresenius, habe ich gesagt, gucken wir uns einfach mal kurz an. Da haben wir eben so, Fresenius ist ein bisschen in Ungnade gefallen, sage ich mal, seit der geplatzten Akquisition von Arkorn, wo Fresenius ja noch rausgekommen ist mit einem blauen Auge. Also die haben nicht viel draufgelegt. Dennoch irgendwie ist das der Zeitpunkt gewesen, ab dem es dann mit dem Kurs nach Süden gegangen ist. Obwohl ja vom Prinzip her hier wir keinen Einbruch haben. Also die Gewinnentwicklung jetzt. Auch die Geschäftszahlen sind hier im Aktienfinder schon drin vom 31.12.2009. Die sind so weit, man könnte sagen, was das Ergebnis angeht, Stagnation, aber was hier die Umsätze angeht, dann auch so hier die Cashflows, die steigen nach wie vor und die Dividenden sowieso. Und auch so ein bisschen verhalten, aber sie sind nicht bedroht, die Dividenden, die sind bei weitem gedeckt. Und interessant ist halt, die Aktie ist jetzt. Scheint jetzt wirklich günstig zu sein. Also wenn du zum Beispiel mal auch hier mit der Dividendenbrille mal da reingehst in die Aktie, da haben wir momentan eine Dividendenrendite von 2,3% und du siehst, das ist hier im historischen Zeitverlauf, also in den letzten 10 Jahren gab es deutlich weniger. Da hast du die Aktie als dir ins Depot gelegt mit nur 0,6% Dividendenrendite. Mittlerweile haben wir hier
immerhin schon mal das Dreifache davon. Und wir gehen hier von weiter steigenden Dividenden aus. Wenn du mal hier bei Fresenius guckst, der einzige deutsche Dividendenaristokrat nebenbei bemerkt, dann haben wir hier Dividendensteigerungsraten in der Vergangenheit jedenfalls gehabt von über 10% deutlich. Und ja gut, jetzt haben wir ein abbremsendes Dividendenwachstum, steht noch 2,5%. Aber wie gesagt, die Dividende wächst weiter und ich halte sie erstmal nicht für gefährdet. Die Dividende ist ja nur ein Teil der Rendite, die du erwarten kannst. Der andere Teil, der ist ja der Kursgewinn und der ist ja im Regelfall deutlich größer. Und das Ganze sehen wir hier, die Bewertung. Und wenn ich jetzt mal kurz schaue, dann nehmen wir mal die Bewertung ab hier, weil hier war sie unterdurchschnittlich niedrig. Und dann machen wir das mal weg und dann hast du hier die unterschiedlichen fairen Werte und dann siehst du, dass der Aktienkurs, also Fresenius ist mal eine Modeaktie gewesen, beginnend im Jahr 2014. Da ist der Aktienkurs dann so richtig durch die Decke gegangen oder einfach stark gestiegen, ist davongelaufen, dem fairen Wert. Und dann wieder der Rückwärtsgang ist dann da quasi der zweite Akt, in dem wir uns ja heute auch noch befinden. Und ja, wir haben wieder die Phase der Übertreibung und jetzt sind wir in der Phase der Untertreibung, meines Erachtens. Und schön ist jetzt, wenn du hier näher reinzoomst, dann siehst du das auch gut, was wir jetzt hier eine Renditeerwartung haben mit der Aktie. Da brauche ich gar nicht auf den fairen Wert hier zu gehen, basierend auf den Prognosen, die ja auch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind. Ich kann hier auch mal tief stapeln, dann kommst du immer noch auf eine Gesamtrendite hier mit Dividenden von über 15% auf die nächsten 2,5 Jahre auf das Jahr betrachtet. Das sind jetzt halt die Chancen, sogar die so Langeweiler, sage ich mal, wie Fresenius bieten in diesen Zeiten. Das ist jetzt keine Kaufempfehlung, ich will es einfach mal zeigen, weil es gibt ja sicherlich viele Leute auch, die denken, oh Gott, die Aktie ist jetzt so gefallen, das läuft ja überhaupt nicht mehr mit dem Unternehmen, da stimmt was nicht. Ich muss die Aktie verkaufen, dann wird die da unten verkauft. Und mit der Folge, dass man sich solche Chancen hier entgehen lässt und Verluste realisiert hier unten und dann vielleicht wieder einsteigt, wenn sich die Situation beruhigt hat, zu Kursen, die dann hier irgendwo wieder deutlich oben drüber liegen. Das solltet ihr halt nicht machen und das machen wir nicht im Starterdepot, weil wir halt ganz konservativ hier mit Sparplänen stoisch ruhig bleiben und durch diese harten Börsenphasen gehen, die für uns garantiert deutlich weniger hart sind als für viele andere. Gut, nochmal, warum das Starterdepot relativ gut abschneidet in dieser Phase, ist der gleiche Grund, warum auch mein persönliches Depot relativ gut abschneidet in dieser Phase. Ich möchte von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren und es geht eben relativ schlecht, wenn du dich nur auf Hochdividenden Aktien stürzt, die meist auch sehr zyklisch sind. Und die extrem leiden eben unter diesem Börsencrash, die aber im Prinzip unter allen Börsenphasen relativ stark, also unter allen Wirtschaftsabschwüngen relativ stark leiden, weil es eben Zykliker sind. Und das heißt, wir haben hier halt die Automobilindustrie außen vor. Stationären Einzelhandel haben wir ein bisschen, aber wir haben auch Öl und Gas und diese Telekommunikationsklassiker mit den hohen Dividendenrenditen und so weiter. Wir haben die halt alle außen vor. Und deshalb kommt das Starterdepot jedenfalls bis jetzt relativ gut weg. Und wir werden auch, denke ich, relativ gut den Aufschwung dann wieder mitkommen. Sobald er denn irgendwann kommt, wie lange es dauert, kann ich natürlich nicht sagen. Gut, dann würde ich sagen, das wäre es fürs Erste gewesen. Das heißt, das war's für diesen Monat mal. Ich wünsche dir, oder ich drücke euch allen weiterhin die Daumen, dass ihr gesund bleibt erstens und dann zweitens, dass dann eure Depots auch wieder schön aufblühen, wenn wir das Ganze hier überstanden haben und dass ihr vielleicht auch das ein oder andere günstige Schnäppchen machen könnt. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute. Ciao.